Egoist! Jean-Paul Good, europäischer Werbestar. Sein Werbespot Egoist lief weltweit mit großem Erfolg und positionierte Chanels Image auf dem Kosmetikmarkt ganz vorn. In der Nähe von Rio wurde die mediterrane Kulisse nachgebaut. Obwohl der Produktname über 20 Mal in 30 Sekunden penetriert wird, macht Guds eigenwilliger Stil selbst diese Strapaze erträglich. In Cannes gab es dafür nur Gold. Den Grand Prix erhielt er erst 1991 für Perrier. Ich finde, Egoist hätte den Grand Prix eher verdient als Perrier. Not Perrier. Alle meine Bemühungen zielten auf den Kinofilm ab, aber ich kam immer wieder auf Abwege. Weil ich alles ordentlich machen wollte, hat es sehr lange gedauert. Als Art Director, für mich so etwas wie eine Vorstufe zum Filmregisseur, versuchte ich so gut wie irgend möglich zu sein. Gute Arbeit braucht einfach viel Zeit. Der ehemalige Tänzer, Zeichner, Art Director und Fotograf arbeitet derzeit an seinem Kinofilm. Die Erwartungen sind hoch, aber nach Erfolgen wie der Parade anlässlich der 200-Jahr-Feierlichkeiten der Französischen Republik darf man gespannt sein. Good inszenierte das Spektakel. Goods zweite Arbeit für Chanel war Coco mit Vanessa Paradis als Vögelchen Tweety. Jede Form der angewandten Kunst besteht aus Form und Inhalt. Inhalt sollte den Vorrang haben. Ich neige aber dazu, Form vor den Inhalt zu stellen. Das ist mein Problem. Ich denke immer noch wie ein Zeichner und meine Motivationen sind nicht intellektuell, sondern emotional. Film Kodakolor Gold, le film des Jeux Olympiques. Kodak, toujours un déclic d'avance. Guds Figuren für Kodak sind in Frankreich bekannter als der Premierminister. Lange vor Benetton setzte er auf die vereinigten Farben. Doch auch ein schwarz-weißes Kaleidoskop zieht sich durch sein Gesamtwerk. Der Sohn einer Amerikanerin und eines Franzosen versteht sich als kommerzieller Künstler und kokettiert mit diesem Widerspruch. Seine damals völlig innovative Cut-Up-Technik brachte ihm den Spitznamen The French Correction ein und verhalf der sehr normalen Grace Jones zu einer übernatürlichen Grazie. Bis dahin hatte es noch nie eine schwarze Künstlerin mit derartig selbstbewusstem und aggressiven Auftreten gegeben. Legendär ist der gemeinsame Citroën-Spot. Wäre ich damals noch ihr Manager gewesen, hätte sie nicht in James Bond mitgespielt. Ich hätte vielmehr alles daran gesetzt, aus ihr die erste weibliche Actionheldin zu machen. Sie wäre noch vor Schwarzenegger und zeitgleich mit Stallone groß geworden. Aber mit Bond entwickelte sie sich in eine komische Richtung und wurde so ein trendgemäß modischer Jet-Set-Typ. Etablierte Stars interessieren ihn nicht. Er will sie lieber selbst aufbauen. Sein neuester Schützling ist die 22-jährige Algerierin Farida, die auch in seinem Spielfilm mitmachen soll. Ich leiste mir die Eitelkeit, meine Arbeit für originell zu halten. Auch wenn sie das nicht ist, möchte ich doch das Gefühl haben.
Huh?